Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag auf meinem Channel. Heute möchte ich dir ein paar sehr wichtige Worte mitgeben, wenn du vorhast, deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern, wenn du vorhast, Frauen im Alltag kennenzulernen, wenn du das lernen möchtest, wie man Frauen auf der Straße anspricht, wenn du lernen möchtest, wie Frauen ticken und was du tun kannst, damit eine Frau auf dich steht, sich in dich verliebt und damit eine Frau die Möglichkeit hat, zu erkennen, dass du ein cooler Typ bist, ein wertvoller Typ und mit dem sie sich treffen sollte, mit dem sie schlafen sollte und mit dem sie dann, wenn ihr das beide wollt, auch in eine Beziehung gehen sollte. Und dafür möchte ich dir einen ganz wichtigen Rat mitgeben, den viele von meinen Coaching-Unternehmern am Anfang nicht verstehen und den viele Männer da draußen nicht verstehen. Deswegen bleib unbedingt dran, auch bis zum Ende des Videos, da habe ich einen kleinen Bonus für dich. Also, was viele Männer nicht verstehen und was viele meiner Coaching-Teilnehmer am Anfang meiner Coachings nicht verstehen ist, das Ganze ist wirklich ein Haufen Arbeit. Also, es gibt viele Coaches, die wollen dir sagen, hey, guck mal, es gibt diesen einen super Trick. Und also, ich habe schon Coaches gesehen, die sagen dir, pass auf, mit diesem einen Trick kriegst du nie wieder eine Ablehnung. Und das ist natürlich vollkommener Blödsinn und vollkommenes Traumdenken. Also, es erfordert ein bisschen Arbeit, um an den Punkt zu kommen, an den du kommen willst. Es hat mich Arbeit gekostet. Ich mache das Ganze seit 5 Jahren. Ich habe über... jemand hat in den Kommentaren gefragt tatsächlich, ich meine, es waren um die 5000 Frauen angesprochen. Das heißt nicht, dass du so viele ansprechen musst, ich habe so viele angesprochen, weil ich halt jede Einzelheit dieses Prozesses kennenlernen wollte, weil ich genau verstehen wollte, was abläuft, und ich verstehe es immer noch nicht genau. Und das nach 5000 Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Also es ist einfach ein super langer Weg. Es ist sozusagen ein Weg für den Rest deines Lebens, denn dieses Frauenthema wird ja für den Rest deines Lebens bestehen bleiben. Angenommen, du wünschst dir eine Freundin. Ja, dann kann zum Beispiel Coaches wie ich können dir zeigen, wie du diese Freundin bekommst, können dich auf diesem Weg begleiten. Dann bekommst du diese Freundin und hast ja, was du wolltest, und dann geht die Beziehung vielleicht irgendwann in die Brüche und du bist wieder Single. Und jetzt musst du dich wieder mit diesem Thema Frauen auseinandersetzen, bis du dann zum Beispiel die nächste Beziehung bekommst und vielleicht irgendwann heiratest, Kinder kriegst, eine Familie gründest, was auch immer. Aber selbst dann musst du dich immer noch mit diesem Thema Frauen beschäftigen, weil du dann immer noch eine Frau an deiner Seite hast. Das heißt, es hört niemals auf. Dieses Thema Frauen wird dich auch für den Rest deines Lebens auf irgendeine Art und Weise begleiten, weil du ja wahrscheinlich eine Frau in deinem Leben haben wirst zu den meisten Zeiten. Du kannst dich natürlich dafür entscheiden, keine Frau in deinem Leben zu haben, dann musst du dich damit nicht auseinandersetzen. Hast aber auch keine Frauen in deinem Leben. Also, was ich dir sagen will ist, erwarte nicht, dass nach einem Tag Frauen ansprechen, die perfekte Frau vor dir steht. Erwarte nicht, dass es nach einem Monat so ist. Wenn du jetzt, also ich rede oft mit Männern, die sind Ende 20, Ende 30, ich habe auch schon mit Männern gearbeitet, die sind 50, Mitte 50 gewesen. Du hast 50 Jahre lang Dinge gemacht, die dazu geführt haben, dass du nicht erfolgreich mit Frauen bist. 50 Jahre, das ist ein langer Zeitraum. Du kannst nicht erwarten, dass du innerhalb von einem Jahr auf einmal der Meister im Umgang mit Frauen wirst. So läuft das einfach nicht. Und so läuft es ja auch bei keinem anderen Ding. Ja, wenn du dein Studium angehen willst, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, hast du alles gelernt. Du sitzt da halt 3 Jahre. Wenn du von einer Angestelltenposition aufsteigen willst zu einem, weiß nicht, Vorarbeiter, zu einem Chef in die obere Etage, dann geht das nicht von heute auf morgen. Das dauert Zeit. Diese Prozesse dauern Zeit. Wenn du 100 Kilo wiegst, und du bist übergewichtig und du willst 70 Kilo wiegen, dann geht das nicht heute auf morgen, egal was für einen super krassen Abnehmtrick, speziell Eiweißformel du dir kaufst, es wird einfach nicht funktionieren. Und wenn, also vielleicht funktioniert es, aber dann ist es halt tödlich ungesund und du gehst danach drauf oder sowas. Also hab ein bisschen Geduld, hab so ein bisschen Vertrauen auch in den Prozess. Und viele Männer, mit denen ich spreche, die haben so ein bisschen dieses, oh, jetzt hat es beim ersten Mal nicht funktioniert, oh, jetzt lasse ich es aber. Das hat ja gar keinen Sinn. Als Kinder sind wir, ich habe das mal irgendwo gelesen, wir sind 10.000 Mal wieder aufgestanden, um laufen zu lernen. 10.000 Mal. Das ist ganz schön viel. Du wirst nicht 10.000 Frauen ansprechen müssen, um das zu lernen. Vielleicht wirst du nur mit 500 Frauen sprechen müssen, bis du die Frau findest, die zu dir passt. Und das ist ultra wenig. Sei froh, so. Du musst nicht 10.000 Mal aufstehen, so wie als Baby, wo du laufen gelernt hast. Aber als Baby, wo wir laufen gelernt haben, wir sind 10.000 hingefallen, wir sind 10.000 Mal wieder aufgestanden und es war uns einfach egal. Es war uns egal, ob die anderen Leute uns angeguckt haben und gesagt haben, oh, ist der schon wieder hingefallen, das Baby, so, das gibt's ja nicht. Es war halt egal, es war irrelevant. Und genauso irrelevant muss es jetzt für dich sein, hey, hab Geduld so, nimm dir Zeit, sprich jeden Tag mit 2, 3 fremden Frauen, ja, hab Spaß mit denen, sorg dafür, dass die sich freuen, sorg dafür, dass du Spaß hast in der Interaktion
Und dann wirst du erfolgreich mit Frauen sein, wenn du dranbleibst. Aber du musst dranbleiben. Das ist das größte Problem aller Leute. Und das ist auch der Punkt, warum die meisten Leute brauchen deswegen einen Coach. Weil sie nicht in der Lage sind, an Sachen dranzubleiben. Das ist schon alles. Klar, es gibt auch Wissen, das du brauchst, um an diesem Bereich voranzukommen. Gibt es eindeutig. Du kannst viele Sachen total falsch machen, weil du falsches Wissen hast. Absolut. Aber der größte